Hallo zusammen und willkommen zurück hier wieder auf der Grünfelder Land. Ich bin gerade hier in unseren Hackschnitzel-Transporter eingestiegen. Wir sind nämlich bei der Kartonfabrik hier oben angekommen. Das heißt, wir können hier gleich mal die Produktionen hier oben wieder in Gang setzen. Boah, ganz schön eng hier wieder. Ja, was steht sonst noch an? Wir sind ja bei den Düngespritzmissionen, die laufen. Ich habe die Spritzmission, wo wir auf der also bei der letzten Folge gewesen sind, die ist fertig. Ich habe sie noch nicht gut geschrieben. Der Xerion mit der Spritze ist auf dem Weg zum Hof, weil wir erstmal Pflanzenschutzmittel nachladen müssen. Und der Düngerstreuer dürfte bald soweit sein. Also das läuft alles ganz hervorragend. So, wir machen hier die Hackschnitzel und dann können wir mit dem ja schon mal wieder zum Hof fahren, weil wir, wenn wir genügend Mohn haben, würde ich dann gerne mit dem schon die erste Führung verkaufen. So, ja, der ist unterwegs. Der hier wird gedroschen. Der ist auch unterwegs. Der ist zurück zum Feld. Wie weit ist er hier? 83%. So, das heißt, wir genehmigen uns hier das Geld schon mal. Wir haben halt sonst alles nur Spitzmissionen im Moment. Das ist nicht das, was ich eigentlich wollte. Ja, wir müssen auch gucken, wir müssten rein theoretisch hier ein Feld ansehen. Könnten wir ja. Warte, wir können, nee, wir können das erstmal düngen. Genau, wir düngen das gleich. Und dann gucken wir mal, ob er hier mit der Sämaschine zurechtkommt. So, genau. Du musst wieder nochmal Dünger dann gleich holen. Also du fährst hier, da sollte einer getankt werden, das ist aber egal. Ach ja, warte, wenn wir schon hier sind, wir müssen mal schauen, wie es eigentlich hier generell aussieht. Ja, Dünger und Kompost, und hier sind auch fast keine Hackschnitzel mehr. Okay, das heißt, wir müssen mit dem LKW vielleicht erst da hierher fahren nochmal. Und wie schaut es hier drüben aus beim Flüssigdünger? Da haben wir auch gut und der ist sehr gut befüllt. So, das heißt, du dann doch erstmal Hackschnitzel fahren für die Düngerproduktion. Warte mal, wie war das mit Mist? Können wir ja vielleicht gleich mitnehmen, wenn wir da was brauchen. Ja, guck mal, der ist auch relativ leer, wenn wir schon hier sind. Ja, Lohndienstleistung, das ist der Düngerstreuer. Wo ist er? Hier. Fertig. Dann müssen wir mal gucken, wo. Haben wir hier einen Kurs? Ach ja, das ist ja hier hinten dran. Genau. Dann gibt es hier gleich wieder Geld. So. Ja. Genehmigen wir uns gleich. 8.500. Perfekt. So, der belädt hier erstmal noch. Haben wir denn jetzt dann schon im Lager? Können wir da schon
Wegfahren, wenn wir das mit den Hackschnitzeln erledigt haben. Warte, gut, sind erst 20.000. Ne, lohnt sich noch nicht. Das lohnt sich nicht. Hier ist auch noch nichts. Wie sieht es hier drüben aus? Bei den Holzscheitpalletten. Ja, hier haben wir auch gut Hackschnitzel. Ja, wir können hier mal wieder Holz machen, einstammen und den mal da wieder reinschmeißen. Nehmen wir den da, der gefällt mir. Wenn er denn will. Ah, da war eben ein Marker. Das gibt's doch nicht. Hallo. Will da mal ein Baum sich fällen lassen, bitte. Ganz dicht ran oder wie? Ich gehe mit meinen Bäumchen spazieren. So, jetzt haben wir hier wieder drin. Irgendeiner ist angekommen. Er hier. Gut. Wir haben ja die Pflanzenschutzpaletten hier draußen vorm Hof stehen. Dann füllen wir die einmal auf. Dann schauen wir, wo es als nächstes hingeht. Ich weiß, dass wir irgendwie hier oben hatten wir doch auch was gehabt. Genau die 141. Aber genau, da müssen wir hier oben reinfahren, zwischen 42, 43. Da würde ich sagen, dass wir die als nächstes in Angriff nehmen. So, komm, mach voll und dann geht es weiter. Zack. Fahren wir schnell selbst rüber, weil wir da na klar keinen Kurs hin gebaut haben. Ja, die Überlegung ist eigentlich, lohnt sich das überhaupt noch, das Feld anzusehen? Glaube eher nicht. Nee, ich glaube, das lassen wir sein. Weil wir haben, wie gesagt, noch irgendwie 15 Folgen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Da wird, glaube ich, nichts mehr reif werden. Da würde ich nämlich sagen, dann ernten wir die Felder, die wir haben, noch ab. Und gucken, dass wir uns um die Produktion schön kümmern und irgendwie. Sonst halt Missionen machen einfach noch. Genau, so machen wir das. Das heißt dann eben auch, wir müssten gar nicht mehr mit dem Düngestreuer jetzt da das Feld bearbeiten, sondern wir könnten schauen, ob wir irgendwo noch eine Mission finden. Ah ja, hier geht's rein. So, das ist die 142, 143, dann ist das da hinten unser Zielfeld 141. Ja, so machen wir das. Volle Konzentration auf Geld verdienen. So, 141, das bleibt so.
Erster Wegpunkt, los geht's. Das heißt, zum Düngen haben wir ja jetzt nichts mehr gehabt. Die Frage ist, na klar, schafft er hier die Mähwerke? Das müsste aber eigentlich gehen. 113, 114, ja, wo ist die 3? Ah, die 13, da oben. Das heißt, den würden wir zur Brauerei schicken, beziehungsweise zur Raffinerie. Ah ja, hier sind wir soweit. Das heißt, Düngefabrik Mist. Kurve hast du nicht ganz geschafft. Und dann werden wir es so machen, dass wir wirklich zum Ende des Projektes alle produzierten Waren, die wir haben, irgendwie verkaufen, um zu gucken, dass wir möglichst viel Geld zusammenbekommen. Da guck mal, zum Beispiel der Seedmaster, da könnten wir, guck mal, da ist jede Menge Saatgut. Aber da müssen wir Getreide rein knallen. Haben wir noch Weizen oder sowas? Ja, wir haben Gerste, hätten wir. Das ist gut. So, aber hier brauchen wir jetzt erstmal. Mal die Karton. Spiegel hier wieder an der Mauer hängen bleiben. Ich weiß nicht. LKW fahren ist nicht wirklich meins. So, haben wir hier noch mehr drin? Eine Palle kriegen wir noch raus. So, das heißt, du gehst jetzt wieder zum Havanna Club rüber. Hier, tipp, tipp, tipp. So, Gewächshäuser. Gewächshäuser wären noch interessant, die laufen. Aber wir brauchen Kompost. Also da müssen wir uns auch drum kümmern, spätestens. Ja, lass uns trotzdem hier einmal Dünger rein. Laden und dann bekommt er eben die Mähwerke dran. Dann schauen wir mal, ob der schon mal das Gras mähen kann auf der 113. Weil das sind halt 24.000 Ocken, die wir da bekommen. Das ist, das nehmen wir doch gerne mit. So, der ist auch hier. Das heißt, wir werden, genau, wir können ja von hier dann Kompost mitnehmen für die Gewächshäuser. Aber erst eben Hackschnitzel hier rüberbringen, einmal. Ja. So wird das. Und ich denke mal, da wir jetzt ja nicht mehr ansehen, gehen wir mal mit dem Zeitfaktor auf 5-fach, damit auf jeden Fall das Zuckerrübenfeld reif wird, die Produktion ein bisschen schneller laufen. Ja. Damit es einfach ja, fixer vorangeht. Was haben wir denn jetzt aktuell am Laufen? Ach ja, der ist am Hof.
Das heißt, da bin ich mal gespannt. Ja, auch wenn er ein bisschen langsamer fährt, er hat ja Zeit zum Arbeiten. Wir sind nicht auf der Flucht. Dann können wir entweder mit dem Xerion danach oder ja, was auch immer. Ach nee, wir haben doch hier nur das Frontmähwerk. Ich dachte, wir haben auch das Butterfly, aber anscheinend nicht. Ja gut, dann ist es, glaube ich, erst recht kein Problem. Aber wir haben ja gelernt, es ist nicht gut, wenn wir die Presse direkt hinten dran hängen. Das heißt, wir werden wirklich einfach erstmal mähen und danach dann weitermachen. So, wir haben gesagt, am besten geht's zur Raffi. So, der ist hier gleich voll. Dann bekommt nämlich unser gutes Düngerwerk ein paar Hackschnitzelchen. Kann dadurch nochmal schönen, guten, teuer verkaufbaren Dünger produzieren. Dann würde ich sagen, ich weiß nicht wie viel, also ich glaube, wir haben nicht genügend Kompost. Das heißt, wir fahren bei AgraZ vorbei, nehmen da bei dem anderen Komposter dann auch noch Kompost mit, damit wir den hier voll bekommen. Damit sich die Fahrt auch lohnt. Wenn wir das nächste Mal Mohn zum Hof bringen, werden wir kurzfristig mal den kleinen Unimog Zweck entfremden und die Saatgutproduktion ein bisschen auffüllen. Das dauert ja auch wieder so ewig, bis der voll läuft, beziehungsweise bis die Produktion hier leer ist. Oder nee, wir machen das anders. Wir machen das anders. Wir fahren mit dem erstmal zum Hof. Wir fahren zum Hof, abladen, laden den Kompost im Silo und bringen mit dem Getreide in die Saatgutproduktion. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Dann kann nämlich der Unimog bei seiner Arbeit bleiben. Ach, ich hätte gleich die Flaschen mitnehmen können. Ja, egal. Egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal zwei von vier Produkten hier. Das heißt, wir fahren mit ihm zum Hof. Und werden da von da aus dann die Flaschen fahren. Guck mal, hier müsste doch irgendwo bald ein Kurs in die richtige Richtung gehen. Das ist doch hier. Ah, wir sind ja schon fast da. Komm, dann fahren wir den Rest auch schnell selbst.
Aber ich würde sagen, wir sind schon wieder am Ende für heute angelangt, ihr Lieben. Morgen Mittag geht's weiter, nächste Folge, nächstes Glück. Schaut wieder rein, ich würde mich freuen. Bis morgen, macht's gut und tschüss.